Erlass geben. Von meinem Ruf und Schalle, nehmt euer Kreuz und Ungemach. Auf euch folgt meinem Wandel nach. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. Der Herr, der uns seine Hirten gesandt hat, er sei mit euch. Liebe Gläubige, ich begrüße euch zu dieser heiligen Messe. Wir feiern heute in der Diözese Linz den heiligen Altmann, Bischof in Passau, der viel beigetragen hat zur Zeit um 1065 herum, gründete er St. Nikola in Passau und auch Göttweig und berief die Chorherren nach St. Florian. Er förderte die Gründung von Reichersberg im Innviertel und schaute sich um, dass der Welt- und Ordensklerus wieder neu sich erneuert hat, geistlich. Er musste am Ende seines Wirkens dann Passau verlassen, starb in Zeiselsmauer und liegt in Göttweig begraben. Er war einer der großen Hirten in unserer Gegend. Später wurde ja unsere Diözese Linz aus der Diözese Passau heraus gegründet. Wir wollen dankbar sein für diesen guten Hirten. Wir wollen Gott bitten, dass auch unsere Zeit viele Seelsorger schenkt, die die Menschen zu ihm hinführen, zu seinem Heilsangebot. Auch wir haben uns jetzt versammelt, das ganze Heil Gottes zu schauen und daraus Leben zu schöpfen. Herr Jesus, du bist von Gott gekommen, die Menschen zu Gott zu führen. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Du bist gekommen, um zu heilen, was in unseren Seelen verwundet ist. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Du bist gekommen, damit wir das Leben haben und es in Fülle haben. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Der allmächtige Gott, er erbarme sich unser. Er lasse uns die Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, du hast den heiligen Bischof Altmann zu einem unerschrockenen Vorkämpfer für die Freiheit und Ehre der Kirche gemacht und durch ihn das geistliche Leben erneuert. Höre auf seine Fürsprache, hilf uns in den Schwierigkeiten unserer Zeit zu bestehen und führe uns zu jener Freude, die du denen bereitet hast, die dich lieben. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus an Timotheus. Mein Sohn, ich beschwöre dich bei Gott und bei Jesus Christus, dem gekommenen Richter der Lebenden und der Toten, bei seinem Erscheinen und bei seinem Richten. Verkünde das Wort, tritt dafür ein, ob man es hören will oder nicht. Weise zurecht, tadle, ermahne, in unermüdlicher und geduldiger Belehrung. Denn es wird eine Zeit kommen, in der man die gesunden Lehren nicht erträgt, sondern sich nach eigenen Wünschen immer neue Lehren sucht, die den Ohren schmeicheln. Und man wird der Wahrheit nicht mehr Gehör schenken, sondern sich Fabeln zuwenden. Du aber sei in allem nüchtern, ertrage das Leiden, verkünde das Evangelium,
Verkünde das Evangelium, erfülle treu deinen Dienst. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Ich bin das Licht, ich leuchte euch für mit meinem heiligen Leben. Wer zu mir kommt und folget mir, darf nicht im Finstern schweben. Ich bin der Weg, ich weise wohl, wie man wahrhaftig wandeln soll. Halleluja, 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 Halleluja. Selig, die um der Gerechtigkeit willen Verfolgung leiden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Ihr werdet um meines Namens willen von allen gehasst werden. Wer aber bis zum Ende standhaft bleibt, der wird gerettet. Man wird, wenn man euch in der einen Stadt verfolgt, so flieht in eine andere. Amen, ich sage euch, ihr werdet nicht zu Ende kommen mit den Städten Israels, bis der Menschensohn kommt. Ein Jünger steht nicht über seinen Meister und ein Sklave nicht über seinem Herrn. Der Jünger muss sich damit begnügen, dass es ihm geht wie seinem Meister, und der Sklave, dass es ihm geht wie seinem Herrn. Evangelium. Frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Geschätzte Gläubige, wir feiern heute nicht nur Bischof Altmann, sondern die Weltkirche feiert auch einen Papst, der unter vorletzten großen römischen Christenverfolgung beim Gottesdienst gemeinsam mit seinen Diakonen ermordet wurde. Valerius war der Kaiser, der damals angeordnet hat, dass die Priester alle getötet werden sollen, um auf die Weise die Christen zu dezimieren und das Christentum wieder zurückzudrängen. Beim Bischof Altmann war es so, da gab es auch den Streit damals zwischen Papst und Kaiser. Der Kaiser, der in der Kirche auch das Sagen haben wollte, und der Papst in Rom, der dagegen aufgestanden ist und gesagt hat, die Kirche ist unabhängig von der Politik. Hier geht es um den Dienst an Gott, und Bischof Altmann hat sich auf die Seite des Papstes gestellt. Deshalb musste er Passau dann verlassen und musste auch, wie es hier im Evangelium heißt, quasi die Stadt verlassen und in einer anderen Stadt dann als Bischof weiter sein Amt ausüben. Immer wieder ist es so, dass Menschen die Macht an sich reißen und Gott nicht den Platz geben, der ihm zusteht. Glücklich, gut, wenn es Menschen gibt, die dann für Gott gerade stehen und bekennen, dass er der ist, nachdem sich alle ausrichten dürfen. Das ist ja nicht einmal ein Muss, das ist ja eine Gnade, dass wir uns nach Gott ausrichten dürfen, denn von ihm her kommt alles Gute. So lasst uns in unserer Zeit, auch wo wir stehen, Zeuge sein für Gott und das Ausrichten auf ihn. Gott verheißt uns, dass wir bei ihm geborgen sind, wie er Zeugnis gegeben hat.
dürfen wir es ihm nachmachen, damit einmal sein Reich alle Menschen erreicht. Wir wollen heute Zeugnis geben für Gott und uns auf ihn ausrichten. Amen. Zu Jesus Christus, der seine Zeugen mit dem Siegeskranz krönt, wollen wir bitten. Für unseren Papst Franziskus und unseren Bischof Ludwig und ihre Mitarbeiter um Glaubenskraft für ihren Dienst. Wir bitten dich, erhöre uns. Für die Lenker der Staaten um Gerechtigkeit und um Mut zu sozialem Ausgleich. Wir bitten dich, erhöre uns. Für die um des Glaubens willen verfolgten und benachteiligten Christen unserer Zeit um Ausdauer im Glaubenskampf. Wir bitten dich, erhöre uns. Um Gleichberechtigung und Freiheit für alle unterdrückten Völker. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir wollen unsere persönlichen Anliegen, besonders unsere Kranken, unserem Bischof Rudigier anvertrauen. Herr Jesus Christus, im festen Glauben an dich ist Bischof Franz Josef Rudigier zum Zeugen deiner Gegenwart inmitten dieser Welt geworden, als Zeichen seiner Treue zu dir und als Bekenntnis zur Sündelosigkeit Mariens, die ihr von Anfang an geschenkt war, hat er den Linzer Dom gebaut. Wir bitten dich, schenke uns die Freude, ihn bald als Heiligen verehren zu dürfen und erhöre die Bitten der Gläubigen, die sich seiner Fürsprache anvertrauen. Wir bitten in unserem persönlichen Anliegen und um die Genesung unserer Kranken. Wir bitten dich, erhöre uns. Denn du, Christus, bist gekommen, um alle Menschen zu befreien. Dir gebührt Lobpreis und Ehre in alle Ewigkeit. Amen. Singen die dritte Strophe auf der Seite 30. Fällt's euch zu schwer, ich geh voran. Ich steh euch an der Seite. Ich kämpfe selbst, ich brech die Bahn. Bin alles in dem Streite. Ein böser Knecht, der steht am Stehen, sieht er voran, denn fällt Herrn gehen. Wer seine Seele zu finden meint, wird sie um mich verlieren. Wer sie um mich verlieren scheint, wird sie nach Hause führen. Wer nicht sein Kreuz nimmt und folgt mir, ist mein nicht Herr, noch mein Ziel. Lasset uns beten. Herr, unser Gott, am Gedenktag des heiligen Bischofs Altmann bringen wir das Opfer des Lobes dar. Voll Vertrauen rufen wir zu dir. Wende alles Böse von uns ab und rette uns vor dem ewigen Verderben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater im Himmel, zu danken und am Fest des heiligen Bischofs Altmann deine Größe zu rühmen.
Sein Leben aus dem Glauben ist uns ein Vorbild. Die Botschaft seiner Predigt belehrt uns. Seine Fürbitte erwirkt uns Schutz und Hilfe durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen wir dich in deiner Kirche und vereinen uns mit den Engeln und Heiligen zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Heilig, 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 Gott, Herr aller Mächte und Gewalten, erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe. Hochgelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Da er die Seinen liebte, die in der Welt waren, liebte er sie bis zur Vollendung. Und als die Stunde kam, da er verherrlicht werden sollte und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis unserer Erlösung. Wir verkünden den Tod deines Sohnes und sein Hinabsteigen zu den Vätern. Bekennen seine Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten sein Kommen in Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen Leib und sein Blut dar, das Erlösungsopfer, das dir wohlgefällt und der ganzen Welt Heil bringt. Sieh her auf die Opfergabe, die du selber deiner Kirche bereitet hast, und gib, dass alle, die Anteil erhalten, an dem einen Brot und dem einen Kelch ein Leib werden im Heiligen Geist, eine lebendige Opfergabe in Christus zum Lob deiner Herrlichkeit. Herr, gedenke aller, für deren Heil wir dieses Opfer darbringen. Wir bitten dich für unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Ludwig und die Gemeinschaft der Bischöfe, für unsere Priester und Diakone, für alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind, für alle, die ihre Gaben spenden, für die hier versammelte Gemeinde, für dein ganzes Volk und für alle Menschen, die dich mit ehrlichem Herzen suchen. Wir empfehlen dir auch jene, die im Frieden Christi heimgegangen sind und alle Verstorbenen, um deren Glauben niemand weiß als du.
Gütiger Vater, gedenke, dass wir alle deine Kinder sind und schenke uns das Erbe des Himmels. In Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln, mit dem heiligen Jakobus, mit dem heiligen Altmann und mit allen Heiligen. Und wenn die ganze Schöpfung von der Verderbnis der Sünde und des Todes befreit ist, lass uns zusammen mit ihr dich verherrlichen in deinem Reich, durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. So können wir beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, unser Gott, von allem Bösen. Gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Auferstandene Christus trat in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. So bitten wir ihn, der jetzt mitten unter uns ist in der heiligen Kommunion. Herr Jesus, du Sieger über Sünde und Tod, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Gebt euch ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Selig, die Zeugen sind für Christus.
Der gute Hirt gibt sein Leben für seine Schafe. Singen wir zum Dank die 5. Strophe. So lasst uns denn dem lieben Herrn mit unserem Kreuz nachgehen und Wohlgemut, Getrost und gern in allen Leiden stehen. Wer Lasset uns beten. Herr, unser Gott, das Sakrament, das wir jetzt empfangen haben, entzünde in uns jene Liebe, die den heiligen Bischof Altmann drängte, unermüdlich für deine Kirche zu arbeiten. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Ich danke euch jetzt für euer Kommen und Mitfeiern dieser heiligen Messe. Freuen wir uns, dass wir Zeugnis geben dürfen für die Wahrheit Gottes, eine Wahrheit, die letztlich jedem gut tut und Heil bringt. Auch gegen wie allen Widerspruch wollen wir demütig dazu stehen, Christus nachfolgend. Der Herr sei mit euch. Es segne euch und alle, die zu euch gehören, der dreieine Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht in seinem Frieden. Dank sei Gott dem Herrn.